Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part, Nier Replicant. Ja, beim letzten Mal waren wir beim Adlerhorst, doch dort wollten die Leute nicht unbedingt uns weiterhelfen. Jetzt also sind wir nun wieder zurück und auf dem Rückweg haben wir Kainje getroffen, die sich, ja, die wohl so eine Art Mensch-Schatten-Hybrid ist, Fragezeichen. So richtig was über sie wissen, tun wir eigentlich noch nicht. Wir wissen nur, sie läuft anscheinend nur in Unterwäsche herum. Und hat, ja, ein freshes Mundwerk, aber das muss ja nicht schlecht sein, ne? Immer nur so höflich sein wie Weiß hier. Ist doch nicht normal, sag ich mal, oder? Ah, da oben ist sogar noch eine Quest, die wir eventuell noch annehmen können. Bevor wir mit Popula reden, gehen wir einfach mal dahin. Wieso nicht? Hallo? Hey there. You mind giving me a hand with this? Sure. What's up? Popula asked me to organize her bookshelves, but it's kind of a big job. I'm hoping you can take care of a few of them. Here, this book goes in the second shelf from the left, on the east side of the second floor. Okay. Der ersten Etage. Das wäre dann wahrscheinlich das da, oder? Here's the spot. Okay, wird wahrscheinlich noch ein paar Bücher sein, die wir dann verteilen sollen. Eins wäre ein bisschen wenig. The first book is all set. Thank you. Now take this book to the third shelf from the right, on the south side of the first floor. Dritte Regal von rechts auf der Südseite im Erdgeschoss. Hey, Weiss? Yes, lad. Aren't you all powerful? Can't you just, you know, use magic to zap this place into shape? The infinite power of Grimoire Weiss is not to be... Here. Sorry. Was ist eine Eigenlobhuldigung? Müssen wir uns das nicht antun, oder? Das ist halt das Problem, dass die Leute nur quatschen müssen. The second book is back where it belongs. Oh wow, that's a huge load off my mind. Anyway, here's your reward. Wir geben ganz schön viel Kohle hier, ne? 500 einfach mal so für ein zwei Bücher irgendwo reintun, das kann sich sehen lassen. A giant shade in the area? Yeah. It took all we had just to chase it off. I wish there was some way to strengthen my weapon. You know, there's a little shop at the entrance to the junk heap that might be able to help. If you bring them materials, they should be able to use them to enhance your weapons. Interesting. Guess I'll check it out. Oh, but it won't be free, you know. I figure you'll need around 1,000 gold or so. 1,000 gold? If you need money, try visiting the tavern. That's usually where people go when they're looking to hire someone. Good advice. Thanks. Wir haben 6200, also komm. Hast du noch was? Ah, good. Just the man I needed. Could you gather two medicinal herbs from the northern plains for me? I've been exhausted lately and I need a boost. They usually grow in patches of grass or by the bases of trees. I don't think they'll be too hard to find. Two medicinal herbs. You got it. Thanks for securing those herbs for me. I must be getting old if I need this stuff. Davon habe ich mehr als nötig dabei.
Beziehungsweise mehr, als ich überhaupt tragen kann, ne? Warum ist man da eigentlich nur auf 10 beschränkt? Das ist so nervig. Might as well check out the tavern. Ja, gehen wir auch mal hin. Aber wenn es nur 1000 sind, die haben wir doch locker hier. Ja, die haben wir locker. Die haben wir locker hier rumsitze. Bären. Müsste ich nur wissen, wo die Taverne ist. Hey, die Bulla ist weg. Nein, mit ihrem schönen Lied. Sie ist weg. Einfach so. Noch mehr Bären. Die Musik hier im Dorf erinnert mich auch so ein kleines bisschen an Automata, muss ich sagen. Da gab es einen ähnlichen Soundtrack. Ach, hier. Das ist wohl die Taverne. You taking it easy today? I hardly ever see you around here this time of day. Oh. Hey, I don't see you here often. Come to put some hair on your chest? Yeah, see. Hey there. Wanna let a girl buy you a drink? I'm not old enough to drink, Devila. Also, isn't it morning? When the sun never sets, what difference does it make? Ah, never mind. You'll understand when you get older. I do love this tavern, though. It's the nerve center of the whole village. Folks come here to relax, or swap stories, or even look for work. Come back whenever you have a free minute. You taking it easy today? Hey, you got a moment? Because I've got some work for you. If it's paid work, I'm all ears. Fair enough. Listen, my grandmother is running low on medicine, and I need you to gather some ingredients. I need 3 medicinal herbs, 3 berries, and 3 royal ferns. You may have to leave the village to find some of it, though, so I hope it's not too much of a bother. No problem. I'll be right back. Okay. Nee. Gegenstände. So, das Nightcloud hätte ich genug. Upsi. Beeren. Achso, da fehlt mir auch noch eine. Und Königsfahnen auch noch 2. Is there really nothing that can cure the Black Scrawl? No medicine in the works of man can hope to stand against it. There has to be something out there. Perhaps a drug exists to temporarily ease the pain, but none can truly eradicate the disease. But if the legend is true, then I hold the key to saving your sister. You're right. We're gonna save Yona and cure the Black Scrawl. That's the spirit, lad. Richtig. So wird's doch gemacht. Schweine hier sind alle am Chillen, hä? Okay, die Bären hätten wir, glaube ich. Wir sollen jetzt sogar wirklich das Dorf verlassen. Wo sollen wir denn hin? Wollen wir jetzt diese Quest selber erledigen? Ist das jetzt eine Pflichtaufgabe? What do you know about this junk heap? I guess there are ancient ruins buried there. It's full of old scrap and other weird stuff that no one understands. To get there, we have to cross the iron bridge to the northeast. Hopala says these huge metal crates used to cross that bridge all the time in the old world. Humans certainly were wise back then. I don't know. If they were so smart, why did we end up like this? Warum sind da unten so viele Schatten? Was zur Hölle? Oh,
fuck? Holy shit, sind das viele. Alter, yo, ist gut. Bombardier mich hier nicht alles mit irgendeinem Scheiß. Ah, es gibt gute Erfahrungspunkte dann hier. Das kann sich schon lohnen. Der Snipe-Code ist aber schon wieder voll. Wow, holy shit, das waren echt einige hier. Und wir mussten sogar hier lang. Wir hatten gar keine andere Wahl. Okay, ich will mal ausfinden. Kann der schwimmen? Nö. Kann er offenbar nicht. Oder er kann schwimmen, aber... will er hier nicht. Weiß ich nicht. So, wir hatten einen König Fangcloud hier gefunden gehabt, ne? Meine Echse. Du läufst mir hier nicht davon. Wenn du mir schon meinen Fang ruinierst... da musst du auch dafür drauf gehen, ja? Ja gut, ich glaube, wir können jetzt ruhig mal das Fangkraut hier noch suchen. Ein Ast. Wow. Ein ganzer Ast. Könnt ihr es glauben? Ein ganzer Ast. Die müssten ja eigentlich überall rumfliegen. Wo kommen die eigentlich als her? Respawn die? Alter, da hinten sind ja noch mehr. What the F? Wo kommen die auf einmal alle her? Hey, Königsfahren, okay. Fehlt nur einer. Danke, dass ihr für mich das Schaf gekillt habt. Dafür kill ich jetzt euch. Gibt's hier irgendwas umsonst? Oder wo kommen die alle her? Ich meine, ja, ne? Gibt gute Erfahrungspunkte und all jetzt. Also von daher, es lohnt sich schon und das sind ja... ich glaube, dieses alte Schulbuch ist einfach ein Item, das man verkaufen kann, oder? Wenn man so viel davon hinterhergeschmissen bekommt, gehe ich mal davon aus. Da gehe ich schon davon aus, dass es einfach irgendein Item ist, das man für Geld verkaufen kann. Ja, noch einer, Alter. Hallo. Die Kamera tut auch viel zu langsam hinterherkommen. Muss ich mal so sagen. Hat irgendwo doch der Nachteil von Controller, muss ich sagen. Das ist halt irgendwo der Nachteil davon. Aber man kommt halt einfach mit Maus und Tastatur schneller hin und her, ne? Ist nun mal so. Nee, ich wollte euch jetzt nicht bekämpfen, keine Sorge. Ich suche immer noch ein... okay, Königsfahren, okay. Glaub, nee, falsche
Und wir sollten jetzt alle Gegenstände haben, die wir brauchten, ne? Arzneikraut haben wir sowieso. Das waren noch Beeren, 3 Stücken Königsfahnen. Ja, okay. Dann können wir jetzt noch zurückgehen zur Taverne und mal kurzerhand, oder, ach komm. Können wir auch notfalls auf den Rückweg machen. Ich meine, auf die, keine Ahnung, wahrscheinlich 500 Goldstücke oder so kann ich noch verzichten im Notfall. Wir haben jetzt nicht so viele Waffen und all, von daher sollte das schon in Ordnung gehen. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal schnell hier runter wieder und gehen über diese Brücke. Die anscheinend auch lange in Reparatur ist. Gut, Arzneikraut und sowas, das findet man ja überall. Aber ich hätte ja irgendwie schon Schiss, muss ich sagen. In gewissermaßen habe ich schon Höhenangst. Ist jetzt nicht so extrem schlimm, dass ich dabei komplett steif werde und mich überhaupt nicht bewegen kann, aber man hat schon ein ungutes Gefühl, wenn man so in so weit oben ist. Sag ich jetzt mal. Also vom 10er-Turm oder so im Schwimmbad würde ich zum Beispiel schon nicht mehr runterspringen wollen. Ah, wieder schöne Mucke. Jacob, I'm hungry. I know, hold on. Maybe we have some old bread here. Hey there. Oh, welcome. Please, come in. What is this place? It's my shop. I'm the finest smith in these parts. Usually. See, my brother and I build items from scrap we find in the junk heap. But we're a little low on supplies at the moment. The junk heap, you say? That's right. Folks say it used to be a military base. I don't know about that, but there's lots of great stuff in there. It's not exactly the safest place in the world, but we gotta eat, you know? So it's just the two of you out here? Our father died when Gideon was very young. And Mom is... she's out right now. Getting supplies. But I'm sure she'll be... Diesmal Milch einkaufen gehen, ne? Oder Zigaretten. Mom's been gone for 7 days. When's she coming back? 7 days? That's a long time. It's getting harder to find good scrap. She probably had to go deeper into the heap. I said I'm hungry! So, if you had the materials, would you be able to upgrade our weapons? Well, yeah, but it's really dangerous in there right now, so we... No problem. We'll go. You will? I want to upgrade my weapon. And besides, you need inventory for your shop, right? Well, yes, but... It's settled then. What do you need? Well, to improve your weapon, I'll need 3 titanium alloys. You can get them from the defense robots around the mountain. Got it. Here's a map of the complex. You're probably gonna need it. And be careful, please. It's gotten really scary in there. Okay. Wir haben ja wieder einen Speicher. Ich glaube, den nutze ich sogar einfach mal. Und 3 Stunden bin ich hier im Spiel unterwegs. Wow. Hab gehört, so 15 Stunden soll man für Nier Replicant brauchen. Je nachdem, wie viel... hab eine Maus erwischt.
Je nachdem, wie intensiv man es spielt und wie viele Sidequests und allem man halt macht und so weiter, ne? Ist ja klar. Okay, hier ist überhaupt nix. Nö, scheinbar nicht. Ah, wieder eine Maus erwischt. Das sieht aus wie eine alte Fabrik, oder? Aye, it is bright in here. Looks like the ancient machinery is still working. Not that we have any idea how it works. Ruins from ancient times, patrolled for eons by unstoppable machines. Yeah, and I bet they're full of rare materials. Sind wir jetzt bei Automata angekommen? Wenn es hier um Maschinen geht. Okay, die Tür können wir wohl nicht nehmen. Gut, und hier sehe ich doch schon direkt, dass wir diesen Klotz hier brauchen. Der Junge muss aber echt Kraft haben, wenn er dieses Ding hier einfach mal so bewegen kann. Muss doch ein... Ja. This place is hardly befitting one of my grand stature. You sure do like to complain, Vice. Dieser Klotz muss ja eigentlich schon recht schwer sein, oder nicht? Hätte ich jetzt mal so gesagt. Ah, wieder schöne Mucke. Wow. Okay, nur welcher Weg ist jetzt richtig? Das hier sieht eigentlich auch relativ richtig aus. It's pretty rough in here. Yes, hardly suitable work for children. They both look so skinny too. I'm certain the elder has been giving his share of their food to his brother. Ja, vermutlich. Vermutlich tut der das. Weil als älterer Bruder muss man sich doch um seinen Jungen kümmern, oder? Das ist schon wieder viel zu kompliziert hier. Okay, da geht's nicht lang. Das ist schon mal gut. Da öffnet sich auch noch die Tür. It seems we have been shut in. Okay, heißt einfach nur durchhalten und Gegner kloppen, hä? Wenn sonst nichts ist. Ich hoffe, das geht jetzt aber nicht zu lange. Das wäre irgendwie lame. Hey, Titanlegierung. Die brauchen wir doch.
Und ich mag diese Kammer an sich nicht. Und ich kann auch nichts daran ändern. Und ich schätze mal, die Tarnlegierung ist einfach das letzte Item, das man so bekommt. Als Belohnung für das Ganze. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Und wenn das hier sogar eine Sackgasse ist und hier also in dem Sinne gar nichts mehr ist, brauche ich ja eigentlich auch gar nicht lang zu gehen, oder? Also ich hätte noch umkehren können, aber es gibt Erfahrungspunkte, es gibt ein paar Items, die man, Titanlegierung zum Beispiel, die brauchen wir, ja. That should do it. Und jetzt können wir gehen, oder was? Hier sind auch noch ein paar Kisten. Und Gegner. Kannst du mal drauf gehen? Meine Güte. Wow. Kommen die dann alle her? Jede Menge Kisten, die wir kaputt machen können. Okay, es war aber auch nur eine Sackgasse. Kamera, Dankeschön. Okay, ich schätze mal, dann können wir jetzt wieder zurück, wenn wir das haben, was wir wollten. Wenn ich den Weg wieder zurückfinde. You ever wish you could just warp back to the client after you get their stuff? Warp? Yeah, it's apparently a kind of magic that can zap you to faraway places in an instant. Ah, that one. Well, I would stay away from such devilry were I you, lad. How come? Because all of the sages who attempted said spell were reduced to mincemeat when they struck obstacles in their path. Wow. All right then. Walking it is. An excellent choice. Also ich würde mich ja lieber, ich würde mich gern porten können, ne? Wird mir auf jeden Fall sehr viel Weg sparen. Viel Weg und viel Zeit. Aber naja. Man kann wohl nicht alles haben. Leider, leider. Gut, Leute, ich glaube aber, bevor wir zu den beiden zurückgehen, mache ich hier erstmal einen Cut. Das war's mit Nier Replicant für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne, wenn ihr Feedback da, positiv oder negativ bleibt, euch lassen, gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wer beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir die Legierungen hier abgeben und unsere Waffen verbessern können, dann hoffentlich. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.